Wir widmen uns in dieser Sendung unserem Lieblingsnachbarland Österreich. Das Land, das uns Hitler schenkte und leider auch die Mozartkugel. In Österreich ist einfach alles cooler. Es kommt eine coole Zeit auf uns zu. Das ist 2 Wochen alt in Österreich. Und Österreich, das muss man wissen, ist so eine Art Versuchslabor für deutsche Politik. Was uns hier in Deutschland noch droht, ist in Österreich längst Realität. Da wird man sprachlos. In Österreich regieren auch die Grünen. Die Grünen. Oh Gott, die Grünen! Das könnte bei uns auch passieren. Aber keine Sorge. In Österreich sind die Grünen unter Kontrolle. Dank Sebastian Kurz, der Kanzler gewordene Alfalfa von den kleinen Sträuchen. Ein Teenager mit Bausparvertrag, gefangen im Körper eines hagelsüchtigen Kindes. Der kontrolliert die Grünen. Und dieser Penatenkanzler versucht noch mehr unter Kontrolle zu halten. Seine 600-Euro-Frisur und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Österreich, den ORF. Ende November 2019 kündigte der ORF in Trailern für Gute Nacht Österreich ein Erklärstück über das Netzwerk von Sebastian Kurz an. Allein in der Sendung widmete sich die Satiresendung nicht dem Kanzler. Stopp! Time out mal eben. I have 2 questions. Erste Frage, sehe ich so in Österreich aus? Weil, wenn ja, nice. Und zweite Frage, warum wurde denn der Beitrag über Sebastian Kurz beim ORF gecancel-cultured? Woran lag das? Wir zitieren mal aus einer bislang unveröffentlichten E-Mail der ORF-Channel-Managerin. Die einzelnen Sendungen müssen möglichst ausgewogen sein. Horst, alle bekommen ihr Fett ab. Hä? Innerhalb einer Sendung muss die Satire ausgewogen sein? Ah ja, ah ja. Wie sagte schon der große deutsche Satiriker Kurt Podolski? Satire darf alles, außer unausgewogen sein. Das Netzwerk von Sebastian Kurz hat einen satirischen Beitrag über das Netzwerk von Sebastian Kurz verhindert. Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Respekt, Respekt. Da bekomme ich ja richtig Bock, einen satirischen Beitrag über das Netzwerk von Sebastian Kurz zu machen. Und zwar den satirischsten Beitrag, den das ZDF-Magazin Royal jemals gemacht hat. Habt ihr Bock? Habt ihr Lust hier? Hä? Komm, habt ihr Lust? Dann machen wir das. Letzte Sendung, scheiß doch drauf. Ist doch egal, was morgen kommt. So, letzter Tag vor den Ferien. Also, Sebastian Kurz, so ein Kanzler wie dich wünsche ich mir auch für Deutschland. Aber ich meine, wer bin schon ich? Ich bin doch nur ein unseriöser Psychopath mit Problemhaaren, dünnen Nerven und gelben Nikotinfingern, der von einem Compliance-Verfahren ins nächste stolpert. Aber selbst ein angesehener Gentleman wie Bild-Chefredakteur Julian Reichelt ist meiner Meinung. Der Kurz Sebastian, so einen brauchen wir auch. Ja, den Kurz Sebastian. Beim Springer Verlag und bei der Bild-Zeitung sind sie riesige Fans vom Gröljatz, dem größten lebenden Österreicher aller Zeiten. Der stellvertretende Chefredakteur der Bild-Zeitung hat sogar nach Feierabend in seiner Freizeit die offizielle Biografie von Sebastian Kurz geschrieben. Nicht schlecht. Völker der Welt, schaut auf Sebastian Kurz. So einen wollen wir in Deutschland auch. Schwarz-Grün in Wien. Sebastian Kurz ist wie Söder, nur besser. Österreichs Koalition. Diesen Mut vermissen die Deutschen bei ihrer Führung. Corona-Klartext Kanzler Kurz. So einen brauchen wir auch. Ja, aber nicht nur alte, weiße Printmänner stehen auf den Basti, sondern auch die digitale Jugend. Oh, sowas will auch keiner mehr sehen, ey. Politikertypen wie ein Elmar oder den Armin, die sind komplett out. Die Kids von heute stehen auf Sebastians. Diese TikTok-Videos aus der Basti-Bubble sind nicht ironisch gemeint. Komm, zeig noch einen. You so fucking precious when you smile. Wow, ich habe jetzt so Bock auf das Österreich vom Kurz Sebastian. Kritik an Sebastian Kurz. Ist Österreich auf dem Weg zur autoritären Demokratie? Hä? Wie bitte? Ist der österreichische TikTok-Kanzler, der niedliche Kurz Sebastian, in Wirklichkeit ein gefährlicher Erdapfel-Erdogan? Ein Baby-Bolsonaro? Ein Lego-Lukaschenko? Ein Playmobil-Putin? Bleiben Sie dran. Und erheben Sie sich jetzt bitte für die Nationalhymne der Volksrepublik Österreich.
Das Rundfunk-Tanzorchester Ballhausplatz und mit Nathan Bonträger am Maschinengewehr, meine Damen und Herren. Exklusives Solo. Hashtag der Woche, ZDF Magazin. Also, Österreich, wo sind wir stehen geblieben? Ah ja, richtig, ja. Kritik an Sebastian Kurz. Ist Österreich auf dem Weg zur autoritären Demokratie? Genau, da waren wir stehen geblieben. Beim Kurz-Sebastian. Und was der so macht mit Österreich, dem hügeligen Miniaturwunderland rechts von Liechtenstein. Zu Beginn ein kleines DIY-Tutorial. Patrick, gibst du mir mal DIY-Tutorial-Musik, bitte? Okay. Hast du Lust, eine demokratische Republik in einen sympathischen, frisch geduschten, freundlichen und gut gelaunten Ein-Mann-Führerstaat zu verwandeln? Für diese echte Veränderung musst du nur 4 Dinge unter deine Kontrolle bringen. Die Regierung, die Medien, das Parlament und die Justiz. Egal, ob du in Deutschland, Österreich, Ungarn, Belarus, in der Türkei oder in Russland bist. Wenn du die Macht über diese 4 Dinge hast, dann gehört dir ein ganzes Land. Dann bist du ein Autokrat oder vielleicht sogar ein Diktator. Aber vor sowas haben die Leute doch eigentlich alle Angst. Vor Diktatoren und vor Autokraten und vor Tyrannen. Ja, es sei denn, man sieht harmlos aus und kann auf Augenhöhe mit dem Volk reden. Habt schon Mittagessen? Ja? Ja? Und sind Sie schon Kim? Sind Sie schon Kim? Ja. Ja. Und Sie sterben dann bald? Ja. Der Kurz-Sebastian hat mit seinem frischen, jungen Politikstil was ganz Neues geschaffen. Kurz begeistert Wähler mit frischem Stil und dem Versprechen, anders zu sein. Keine Politkungelei, keine Hinterzimmerabsprachen. Ich habe mich bewusst gegen das Weiterwursteln entschieden und wir haben uns alle gemeinsam bewusst für echte Veränderung entschieden. Echte Veränderung! Ja, echte Veränderung. Und schon Gandhi wusste, echte Veränderung fängt bei einem selbst an, beziehungsweise beim Fundament deiner Partei. Sebastian Kurz' Partei ist die ÖVP, die Österreichische Volkspartei. In Deutschland wäre das Die CDU, die Partei für alle Schichten. Die CDU in Deutschland ist in Österreich die ÖVP. Und die ÖVP war 2017 eigentlich komplett zerstört. Absturz. ÖVP im Umfragekeller. Fritzelalarm. Als Christdemokrat in Deutschland kann man sich das gar nicht vorstellen, dass die eigene Partei mal so im Arsch ist, wie die ÖVP damals im Arsch war. Doch dann kam der Kurz-Sebastian. Kurz setzt seiner ÖVP die Pistole auf die Brust. Nun stellt er der Partei ein Ultimatum. Sie soll sich ganz auf ihn zuschneiden, sonst schmeiße er hin. Söder-Move! Mit Erfolg! Die ÖVP gibt Sebastian Kurz alle Macht. Seine erste Amtshandlung, erstmal das Allerwichtigste, die Parteifarbe der ÖVP ist ab sofort nicht mehr schwarz, sondern türkis. Das Blau für Coole, ein Lebensgefühl, das ansteckt. Auch nach dem Wahlkampf bekennt die Familie Farbe. Türkis ist hier Lebenseinstellung. Beatrix Stockreiter hat ihr Heim über die Jahre hinweg türkis geschmückt. Aber erst seit 2017 schwebt die Familie so richtig im türkisen Glück. Sebastian Kurz ist in ihr Leben getreten. Eine neue Farbe. Wow. Jetzt braucht Sebastian Kurz nur noch neues türkises Personal. Statt erfahrene Politiker holte sich Kurz seine Vertrauten oder Quereinsteiger in die Regierung. Alle ohne Hausmacht und einzig dem Kanzler loyal. Ein türkises Netzwerk aus Freunden umgibt den österreichischen Bundeskanzler. Die türkise Familie. Die türkise Familie, das Team Kurz. Wobei Team Kurz ist nicht wirklich ein echtes Team, wie zum Beispiel TKKG, die 3 Fragezeichen oder der CDU-Vorstand. Das sind echte Teams mit Teamwork, die halten zusammen. Das Team Kurz, das ist eine treu ergebene Gefolgschaft, die nur für einen arbeitet, Bundeskanzler Kurz. So hat man nicht nur die Partei prima im Griff, sondern auch gleich die Regierung. Das erste To-Do im Autokraten-DIY-Tutorial. Check. Partei und Regierung unter Kontrolle. Und das lief 2 Jahre sehr gut für den Kurz-Sebastian. Europas jüngster Kanzler. Kurz im Scheinwerferlicht. Österreichs neue Regierung. Kurz hat eine Machtfülle wie kaum ein Bundeskanzler. Kurz wird Kanzler. Koalition von ÖVP und FPÖ in Österreich perfekt. Die perfekte Koalition mit der FPÖ. Die FPÖ ist sowas wie die NPD bei uns in Deutschland. Mit denen hat Sebastian Kurz als Bundeskanzler seine erste Regierung gebildet. Da war er gerade mal 9 Jahre alt. Nein, Quatsch. 31 Jahre alt. Mit ihm hier.
FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache. Hier sehen wir ihn, wie er als junger Mann alleine im Wald mit einem Sturmgewehr die Verfassung schützt. Das war der Vizekanzler von Sebastian Kurz, der Vizekanzler von Österreich. Ein größenwahnsinniger Zahntechniker, der sich fotografieren ließ, wie er einen Nazigruß zeigte. Der seit Jahren rechtsextreme Verschwörungstheorien verbreitet. Der auf Facebook eine antisemitische Zeichnung gepostet hat. Der in ein antisemitisches Buch eine antisemitische Widmung geschrieben hat. Der die Shoah verharmlost. Der Wehrsportübungen mit dem größten Holocaust-Leugner Österreichs gemacht hat. Ein Stehpinkler, den man getrost Ex-Neonazi nennen darf. Der ein Eigenurin-Amulett trägt, das ihn vor Attentätern beschützen soll. Und der sich für 6.000 Euro auf Steuerkosten von einer Wahrsagerin hat beraten lassen. Der monatlich 3.000 Euro mit der Parteikreditkarte für das Handyspiel Clash of Clans ausgegeben haben soll. Und der eine von einem Schamanen geweihte Stahlplatte als Glücksbringer in der eigenen Unterhose trägt. I'm not joking. Das war der Olaf Scholz von Österreich. Dieser Mann und seine rechtsextreme Partei, die FPÖ, waren kein Problem für Bundeskanzler Sebastian Kurz. Bis leider, leider, leider dieses eine peinliche Video von HC Strache rauskam. Für Weimanns Pfusch die beste Rache ist dein Kreuz bei HC Strache. Auf, wenn ihr für HC seid. Nee, nee, nicht das peinliche Video, das andere. Es ist mal Schluss mit lustig, es geht mit wie bergab. Der Häupl hat verschlafen, drum wählen wir ihn jetzt ab. Nein, das auch nicht, das andere peinliche Video mit dem schlechten Ton. Schau, schau, wenn Sie, sobald Sie den Anzeigen übernimmt, sobald das der Fall ist, müssen wir ganz offen reden. So, da gibt es bei uns in der Krone, zack, 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 diese drei, vier Leute, die müssen pushen, diese drei, vier Leute, die müssen abserviert werden. Moment, Moment, Moment. Habe ich das gerade richtig gehört? Der Vizekanzler eines demokratischen Rechtsstaats faselt im Almdudlerrausch, dass er die Krone kontrollieren will? Die größte und mächtigste Zeitung in Österreich? Die hat mehr Auflage als SZ, FAZ, Welt und Taz zusammen. In einem Land mit 10-mal weniger Einwohnerinnen als Deutschland. Leider hat das mit der Übernahme der Krone für den HC Strache aber nicht geklappt. Kurz gesagt, weil er auf eine falsche russische Oligarchin reingefallen ist. Ibiza-Video. Strache witterte Falle wegen schmutziger Füße. A Russin in derer Liga hat keine schmutzigen Füße, hieß es. Hätte er mal auf seinen Fußinstinkt gehört, wie sonst auch immer. Ganz ehrlich mal, auf eine russische Fake-Oligarchin fällt auch nur jemand rein, der keine echten Oligarchen kennt. Wie der Sebastian Kurz zum Beispiel. Staatsbesuch des russischen Präsidenten 2018 in Wien. Bundeskanzler Sebastian Kurz stellt Wladimir Putin wichtige Persönlichkeiten seines Landes vor. Darunter auch René Benko. René Benko, einer der ganz großen österreichischen Unternehmer. Ach, das schau her. Der Kurz Sebastian stellt dem Putin Wladimir den Benko René vor. Aha, ja, ja, ja. Der Benko René, das ist Sebastians eigener Top-Oligarch. Oder wie man in Österreich sagt, Ösigarch. René Benko aus Tirol ist ein Investor, Luxusimmobilienunternehmer und Double vom Obi-Biber. Man ahnt es schon bei seinem Gesicht, dieser Mann hat wahrscheinlich wunderschöne Füße. Dem Benko René gehören Karstadt Kaufhof, das KDW, das New Yorker Chrysler Building, what? Und das künftige Wahrzeichen Hamburgs, die größte PlayStation 5 der Welt direkt an der Elbe. Hamburg, meine Perle. Aber René Benko wollte noch mehr Immobilien. Ein Möbelhaus zum Beispiel in absoluter Toplage in Wien. Da half der Sebastian Kurz natürlich gern dem Benko René. Benko soll Leinerhaus weit unter Wert gekauft haben. Das Haus war eigentlich 95 Millionen Euro wert, aber René Benko wollte lieber nur 60 zahlen. Und ganz ehrlich, das kann ich verstehen. Also hat Bundeskanzler Sebastian Kurz persönlich dafür gesorgt, dass ein leitender Beamter früher aus dem Weihnachtsurlaub zurückkommt, um den ganzen Papierkram zack, 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 bisschen schnell zu erledigen. Kanzler Sebastian Kurz und sein Justizminister ließen dafür eigens das Bezirksgericht aufsperren, damit der Deal grundbücherlich besichert werden konnte. Und das alles aus reiner Nächstenliebe, weil Weihnachten war. Ein Fuß wäscht den anderen. Als Bundeskanzler ist es immer praktisch, wenn einem ein glücklicher Milliardär einen Gefallen schuldet. Immobilieninvestor Benko kauft sich bei Krone und Kurier ein. Strache-Move, nice! Der Kumpel von Sebastian Kurz, der Möbelhaus-René, kauft sich bei der Kronenzeitung ein. Das ist doch das, was sich Strache auf Ibiza im Sangria-Sekundenschlaf erträumt hat. Schau, wenn Sie, sobald Sie den Anzeigen übernimmt, sobald das der Fall ist, müssen wir ganz offen reden.
Oh, das ist eine schlechte Tonqualität. Da hätten wir uns bessere Mikrofone bei Saturn kaufen sollen. Sebastian Kurz lebt HC Straches Ibiza-Traum in Reality. Ein türkises Familienmitglied mit kurzem Draht zur wichtigsten Zeitung des Landes. Das ist auch am Ende auch gut für die Presse- und Meinungsfreiheit aller Menschen in Österreich. Oder ja, ja, oder? Hm? Benko will Medien verbieten, über seine Verurteilung zu schreiben. Was? Welche Verurteilung denn? Wer hätte gedacht, dass dieser vertrauenserweckende Pelzkragen versucht, den kroatischen Premierminister zu bestechen? Also ich hätte das nicht gedacht, die Richterin leider schon. Musterfall von Korruption. Den kroatischen Premierminister bestechen wollen und jetzt der beste Kumpel des österreichischen Kanzlers? Journalisten unter Druck setzen ist übrigens ein Dick-Move, den sich Sebastian Kurz von René Benko abgeguckt hat. Herr Kurz hat gesagt, im Kurier muss so geschrieben werden oder will ich, dass so geschrieben werden, wie ich mir das wünsche. Das hat er gesagt, das hat er auch den Eigentümern vermittelt. Und dann hat er auch Vorschläge gemacht, ob da nicht andere Leute an der Spitze stehen könnten. Und darum hat er sich sehr intensiv bemüht. Komisch. Andere Journalisten in Österreich beschweren sich nicht so nach einem Gespräch mit dem Bundeskanzler. Mit dem Chefredakteur der Zeitung Presse musste der Kurz Sebastian einfach nur nach Feierabend ab und zu einen Weißweinspritzer in der Pratersauna trinken. Ja, ja, sag mal, Rainer Novak, hast du schon Mittag gegessen? Ja, ja, und hast du schon geschaut, dass es morgen kein Seitenaufmacher wird, der mir nicht gefällt? Ja, ja. Rainer Novak hat geschaut, dass kein Seitenaufmacher wird. Was anderes hat er auch angeboten. Er zeigt sich kooperativ. Das ist eine geleakte SMS eines ÖVP-Pressesprechers. Sebastian Kurz macht aus freien Medien kooperative Medien. Medien. Check. Die freie Presse beeinflussen und umgestalten. Oder wie der Kurz Sebastian es nennt. Ich habe mich bewusst gegen das Weiterwursteln entschieden und wir haben uns alle gemeinsam bewusst für echte Veränderung entschieden. Echte Veränderung wünscht sich der Sebastian Kurz für die gesamte Gesellschaft. Und was für die Medien gilt, gilt natürlich erst recht für die Kirche. 2019 kritisierten Spitzen der katholischen Kirche die Asylpolitik der ÖVP-FPÖ-Koalition. Wie bitte? Ihr kritisiert den Sebastian? Da wird der aber böse, ja? Ja? Der Bundeskanzler ließ der Bischofskonferenz via Finanzministerium drohen. Verlust von Steuerprivilegien und Förderungen. Und damit die Drohung gegen die Kirche auch richtig wirkt, hat Sebastian Kurz ein türkises Familienmitglied losgeschickt, um den Bischof zu erpressen. Bitte Vollgas geben. Hinterher hat Bastis Kircheninkasso sogar noch per SMS damit angegeben, wie Vollgas er den Frechdachs mit dem lustigen Hut fertig gemacht hat. Der Bischof war jetzt nächst rot, dann blass, dann zittrig. Er hat mir Schnaps angeboten. Kirche ja, aber bitte türkis. Würdet einfach eure Hände ausstrecken. God, we thank you so much. Vater, wir danken dir so sehr. For this man. Für diesen Mann. For the wisdom you've given him. Für die Weisheit, die du ihm gegeben hast. For the heart you've given him for your people. Für das Herz, das du ihm gegeben hast für dein Volk. Das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Amen. Sebastian Kurz. Sebastian Kurz, du bist da für die Menschen. Du hast einfach für alle große Ohren und ein offenes Herz. Oder andersrum. Einer, der unsere Sprache spricht. Das ist mein Kanzler. Du bist einfach auf dem Boden geblieben. Abgehoben ist hier nur das Flugzeug. Comeback-Kanzler Sebastian Kurz bleibt seiner bisherigen Linie treu und flog am Sonntag in der Holzklasse nach Brüssel. Economy Class. So nah am Bürger, an den einfachen Leuten wie uns. Jesus wäre auch Economy geflogen. Mei, das ist so ein lieber Bub, der fliegt Economy wie wir. Es sei denn... Kanzler Sebastian Kurz reist mit Oligarchen-Chat. Es sei denn, niemand schaut hin, dann fliegt Sebastian Kurz auch Holzklasse, aber halt Mahagoni. So reist Sebastian Kurz, wenn keine Kameras dabei sind. Im Privatjet von Dimitri Firtasch. Der macht... Was mit Medien in der Putin-Familie? Sein Spitzname vom US-Justizministerium, das ihn seit Jahren mit internationalem Haftbefehl sucht, ist übrigens Oberklassepartner der russischen organisierten Kriminalität. Von so einem leiht sich Kurz Sebastian ein Flugzeug. Ja, ja. Und da sind keine versteckten Mikrofone drin. Ja, ja, egal. Dann hoch die Hände Wochenende, geh. Oh Mama, it feels so good, it feels so good, it feels so good. Deutschsprachige Menschen, die auf einer politischen Veranstaltung massenhaft gemeinsam die Hände heben für ihren Anführer. So sieht moderne Demokratie aus. Was soll da schon schiefgehen? Wie geht's denn weiter auf dem Weg zur Alleinherrschaft? Ach ja, das Parlament von Österreich, das ist zurzeit leider ein bisschen sumpfig.
Versinkt Kanzler Kurz im Ibiza-Sumpf? Im österreichischen Parlament gibt es nämlich jetzt leider einen... einen Untersuchungsausschuss, weil die Glücksspielfirma Novomatic möglicherweise ÖVP-Politiker bestochen hat. Novomatic zahlt viele. Sponsoring für weitere ÖVP-nahe Vereine. Sowas wäre in Deutschland nicht möglich. Im Österreich von Sebastian Kurz muss man wissen, ganz wichtig, über mögliche Schmiergeldaffären mit Glücksspielfirmen als Journalistin bitte nicht berichten. Kollegin G. hatte daraufhin keine Sicherungen mehr im Sicherungskasten und ihr Elektriker hat gefragt, ob sie einen Feind hat. Herr Kollege L. hatte auf seinem Mofa einen Grabkranz liegen. Solange der Grabkranz türkis ist, ist doch alles okay. Einer der ÖVP-Politiker, der Geld von Novomatic bekommen hat, ist Wolfgang Sobotka. Novomatic-Zahlungen bringen Sobotka in Bedrängnis. Der Präsident des österreichischen Parlaments, der österreichische Wolfgang Schäuble quasi. Und der muss jetzt vor den Ibiza-Untersuchungsausschuss. Aber Glück im Unglück. ÖVP-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka leitet den Ibiza-Untersuchungsausschuss. Super, dann haben wir alle früher Feierabend. Und wer das blöd findet, der ist ein Mobber. Novomatic-Kontakte. Sobotka will Vorsitz im U-Ausschuss weiter nicht abgeben. Das ist Mobbing. Ja, und mit Mobbing kennt sich der österreichische Parlamentspräsident aus. Jemand hat Sobotka vor die Tür gekackt und deshalb will er mehr Verwarnung. Ah, Klassiker, vor die Tür gekackt. Sagen Sie mal, Herr Parlamentspräsident von Österreich, haben Sie zufällig auch Geld von Wirecard bekommen? Im U-Ausschuss als Auskunftsperson befragt, behauptete Sobotka, er habe Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marschalek nie getroffen. Ich komme beim besten Willen nicht erinnern, sagte er. Vielleicht hilft dir ja dieser Schnappschuss auf die Sprünge, Wolfgang. Da freut sich der Jan Marschalek-Fanclub beim BKA in Wiesbaden. Liebe Grüße, der österreichische Parlamentspräsident und der flüchtige Milliarden-Marschalek beim Dinner in Moskau. Ui. Wolfgang Sobotka, man darf doch nicht lügen vom Untersuchungsausschuss. Ui, was machst du denn jetzt? Jetzt gut nachdenken, Wolfgang, gut nachdenken. Denk nach. Was machst du jetzt? Denk nach. Denk gut nach. Ja, Herr Untersuchungsausschussvorsitzender, im Untersuchungsausschuss ist Wahrheitspflicht. Und jetzt? Sobotka für Abschaffung der Wahrheitspflicht im U-Ausschuss. Sebastian Kurz Regierungspartei ändert die Regeln im wichtigsten Kontrollwerkzeug des Parlaments, wenn es eng für seine türkise Familie wird. Parlament? Check. Aber jetzt kommt der Endgegner, der Bowser von allem, die Justiz. Habe ich das richtig verstanden? Das ist so das Prinzip der Clique. Man muss Scheiße bauen, also Straftaten begehen, sonst ist man wieder draußen. Scheiße, die Justiz. Die spurt in Österreich leider nicht so, wie Sebastian Kurz will. Die Staatsanwaltschaft hat Handys von ÖVP-Politikern beschlagnahmt. Eieieiei. Und alle SMS-Nachrichten gelesen. Ay caramba! Durchgestochene Chatprotokolle aus dem Umfeld von Bundeskanzler Sebastian Kurz enthüllen den Postenschacher der türkis-blauen Koalition in Wien. Das hätte ich nicht gedacht. Das hat's noch nie gegeben, dass ein junger Bur Scheiße baut im Chat, wenn keiner hinschaut. Sebastian Kurz hat Spitzenposten per Messenger übers Handy verschachert. Kriegst du ja alles, was du willst. Meine Damen und Herren, wenn Sie eines Tages Autokrat werden wollen, jetzt schon aufpassen mit den Chats. Passen Sie auf mit den Chats, sonst kommen Sie in Blümels Küche. Razzia bei österreichischem Finanzminister. Kurzfreund unter Korruptionsverdacht. Der Mann heißt Gernot Blümel. Sagt mir gar nichts, der Name. Kann ich mich beim besten Willen nicht daran erinnern, diesen Verdächtigen jemals irgendwie persönlich getroffen zu haben. Absolut, nee, da klingelt gar nichts. Dabei ist er doch so ein Finanztalent. Finanzminister Gernot Blümel blamiert sich mit seinem Budgetentwurf. Es fehlten an entscheidender Stelle 6 Nullen. Ja komm, die paar Nullen, die kann man schon mal vergessen. Null ist ja nix. Ist ja egal, wenn eine fehlt. Als Finanzminister muss man außerdem den ganzen Tag auf dem Balanceboard stehen und Ovid lesen. Kein Wunder, dass man ein bisschen abgelenkt ist. Finanzminister Gernot Blümel konnte sich im Ibiza-U-Ausschuss nicht erinnern, ob er einen Dienstlaptop hatte. Gernot Blümel hieß so nicht auch der vergessliche Pinguinpfleger in Benjamin Blümchen Folge 110? Benjamin Blümchen zerfickt den Rechtsstaat? Ich glaube ja. Immer dieser Schlawiner mit den großen Ohren. Töre! Hatte Gernot Blümel denn jetzt einen Laptop oder nicht? Ermittler fanden den von Blümel und seiner Frau benutzten Laptop zuerst nicht, weil diese ihn auf einen Spaziergang mitgenommen hatte. Hausdurchsuchung bei Blümel.
Ein Spaziergang mit dem Laptop im Kinderwagen. Ja, wer kennt es nicht? Während einer Hausdurchsuchung die Frau mit einem verdächtigen Laptop im Kinderwagen spazieren schicken. Macht nichts. Es gibt sicherlich noch mehr Beweise gegen die türkise Familie. Enger Kurz-Mitarbeiter soll 5 Festplatten vernichtet haben. 5 Datenträger vernichtet. Schredder-Affäre bringt Kurz in Erklärungsnot. Oh Mann, wenn ich Staatsanwalt oder Richter wäre, ey, dann würde ich echt ganz schön neugierig werden langsam. Höchstrichter wollen Kalender und E-Mails von Kanzler Kurz. Oh oh, Sebastian Kurz, die Höchstrichter kommen. Das sind die höchsten Richter von Österreich. Über den höchsten Richtern steht niemand mehr. Also außer der Kurz Sebastian, hm? Kurz ließ bei einer Pressekonferenz am Donnerstag aber offen, ob er der Aufforderung der Höchstrichter nachkommen werde. Kann ich nicht einfach einen Doppelgänger schicken zum Gericht von mir vielleicht? Und überhaupt, Sebastian Kurz hat sowieso gar nichts mehr, was die Justiz interessiert. Eus gelöscht, heißt das aus dem Kanzleramt. Und sein Laptop, also das Laptop vom Bundeskanzler, das schiebt gerade einen Kinderwagen voll mit Festplatten zum Recyclinghof. Der Laptop ist gerade nicht da und der kommt auch leider gar nicht mehr rein diese Woche. Die österreichische Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, WKSTA, ermittelt jetzt gegen Mathe-Genie Gernot Blümel und die türkise Familie von Sebastian Kurz. Oh, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Hoffentlich hat die ÖVP nichts verbockt mit Wirtschaft oder Korruption, weil dann muss sich Sebastian Kurz wieder um echte Veränderung kümmern. Also nicht bei sich und seiner Partei, sondern echte Veränderungen der Justiz. ÖVP startet Gegenoffensive und attackiert WKSTA. ÖVP will WKSTA groß umbauen. Wenn die Justiz gegen die türkise Familie ermittelt, dann bekommt nicht die türkise Familie ein Problem, sondern die Justiz. Sauber, Sebastian Kurz. Das ist echte Veränderung. Aber Sie können sicherlich nicht die Veränderung aufhalten, die von uns ausgeht. Und wir werden jedem vor die Tür kacken, der nicht mitmacht. Medien, Regierung, Parlament und bald auch noch die Justiz. Sebastian Kurz steht über allem. Es hat noch nie einen Bundeskanzler gegeben, der so offen gezeigt hat, dass er sich herzlich wenig um Verfassung, Grundrechte und den Rechtsstaat schert. Halt. Ist das hier noch ein ausgewogener Satirebeitrag? Nicht, dass jemand dem ZDF einen türkisen Grabkranz per SMS schickt. Aber kann das sein? Gaslightet der kleine Liebe Bundeskanzler Sebastian Kurz die Republik Österreich von einer liberalen Demokratie in eine türkise Autokratie, ohne dass es einer mitbekommt? So ein Quatsch. Das würde man ja merken, wenn Stück für Stück der Rechtsstaat zerfällt. Jeden Tag ein kleines bisschen mehr. Aber Österreich, es ist immer gut, einen echten Freund zu haben. Ein Freund, der einem sagt, wenn man einen Fleck auf dem Hemd hat oder einen Popel im Gesicht. Ein echter Freund halt. Und echte Freunde sind ehrlich zueinander. Darum lasst uns jetzt beten. Vater, wir beten heute für die Republik Österreich. Für die Weisheit und die Kraft, die du ihr gegeben hast. Wir beten und wir danken dir für die 2500 Dickpics, die du uns geschenkt hast. Ich wusste gar nicht, dass es überhaupt so viele Penisse gibt. Und danke für die 300.000 türkisen Chats, von denen wir erst einen Bruchteil ausgewertet haben. Und wir hatten jetzt schon so viel Fun. Und wir beten für den Kurz Sebastian. Und dafür, er ist ja noch so jung, dass er vielleicht doch noch mal zur Uni geht oder ein Jahr auf Bali einlegt oder komplett umschult zum Investmentbanker, Altenpfleger oder TikTok-Influencer. Hauptsache nichts mit Menschen. Hauptsache ganz weit weg von Verantwortung für eine stolze demokratische Republik wie Österreich. Wir, das Team des ZDF-Magazin Royal, beten jetzt einen ganzen Sommer für Österreich und hoffen, dass es uns erhört. Amen.